letzte Folge erfolgreich einen Planeten verteidigt, Ornsworld. Allerdings sind die Chaos-Truppen mit dem Artefakt abgehauen, was ich eigentlich bergen wollte. Das wird in der nächsten Runde quasi weitergehen, der Story Arc. Ich muss jetzt erstmal gucken, welches System ich hier von den Orks zurückerobern möchte. Ach so, und ich glaube, eins meiner Schiffe ist noch beschädigt. Da sollte ich vielleicht ein bisschen was investieren, um das zu reparieren. Jo, das ist im Warp und fackelt vor sich hin. Sieht extrem nice aus, aber die Ruhmpunkte gebe ich mal aus, dass das wieder einsatzbereit wird. Was für leichte Kreuze gibt es? Okay, es gibt nur die beiden Sachen. Die Dauntless Class und die Dauntless Mark II. Das lasse ich erstmal so. Dann. Das hier war eine Meuchelmordmission, also Assassination. Und ich bin der Angreifer. Ich probiere mal diese Mission. Das ist zwar wieder gegen Orks, die ich bisher extrem hasse, weil ich noch nicht weiß, wie ich gegen die spielen soll. Ich nehme einfach mal meine drei Großkampfschiffe mit, die ich habe. Und probiere mal dann an den ranzukommen. Mal schauen. Ich glaube, ich muss viel häufiger einfach diese Tactical Cogitator benutzen. Problem an den Orkschiffen ist, dass die relativ stabil sind immer. Ich stelle mich einfach mal mittig auf. Enemy ship sighted. Da oben ist mein. Ne, da vor mir ist mein Ziel, genau. Setting course. Positiver Aspekt ist, dass ich direkt von Anfang mit meiner Nova-Kanone drauf schießen kann. Ship ready. Boah, aber Alter, hat der vier Schiffe hier. Ich muss möglichst schnell das Ziel echt kaputt machen, anders wird es ganz, ganz böse werden für mich. Your orders. Your orders. Engines hot. Enemy ship sighted. Resuming normal functions. Enemy ship sighted. Ich muss irgendwie versuchen, den hier abzufangen. Am besten wäre erstmal Engine kaputt machen. Awaiting orders. Ob ich da eine Stasisbombe hinschicken kann. Halten die einfach pervers viel aus, diese Schiffe. Awaiting orders. Awaiting orders. Die Escort-Schiffe sind schon mal weitgehend draufgegangen von denen. Holy, der Alter, wie viel HP hat dieses Ding? Du Kacke. Activating tactical cogitators. Ich habe keine Ahnung. Ich kann eigentlich nur versuchen, vor dem wegzufahren. Activating tactical cogitators. For the Emperor. I took him up. Underway. Ich versuche jetzt mal nicht zu den zu boarden. Also ich muss auf jeden Fall mindestens einen Teleport-Strike auf den setzen, weil ich den sonst nicht stoppen werde können. Your orders.
Yes, Admiral. Target locked in. I took him out. Holy shit, werde ich einfach zusammengeschossen von den Orks. Awaiting orders. Das ist für mich bei keiner anderen Fraktion bisher so krass gewesen wie bei denen. At your command. Yes, Admiral. Awaiting orders. Ja, jetzt versucht er abzuhauen. Warp gescheitert, schlecht. Mit dem kann ich nicht. Abbruch gescheitert. Ja, super. Wie soll ich den jetzt ungefähr aufhalten? Geht nicht. Super. Engaging. Gut, die Mission lasse ich jetzt einfach mal so durchgehen. Die werde ich nicht neu laden. Kann ich einfach jetzt nichts gegen machen. Ich brauche, glaube ich, ein Schiff, was wirklich so eine dedizierte Enter-Mannschaft einfach hat. Was nichts anderes macht, außer Enter-Truppen zu haben. In die Richtung kann man sich ja skillen. Das wäre für diese Art von Missionen vielleicht nicht das Schlechteste. Ja, jetzt werden sich die Orks halt wieder schön ausbreiten. Ich meine, diesmal alle meine Schiffe überlebt, das ist schon mal sehr viel wert. So, The Honor of Melos, habe ich gerade entschieden, wird meine Enter, werden meine Enter-Truppen. Ja, wobei, das Problem ist, die Matrosen hier, die helfen ja nur quasi, wenn ich geentert werde. Das hilft mir dann nicht wirklich. Dann muss ich auch hier einfach weiter auf die Dings setzen, auf die Makro-Cannons. Das ist ziemlich ärgerlich. Ein Blitzschlag kann eine zusätzliche Angriffsaktion durchfügen. Probiere ich mal das. Wenn ich es richtig verstehe, habe ich dann quasi zwei Möglichkeiten, das zu verhindern. Mal schauen. Okay, auf jeden Fall, ja, nehme ich die Niederlage einfach mal so hin. Das ist ja nun mal Teil der Kampagne, dass nicht alles perfekt läuft. Und wir schauen mal, was im nächsten Zug, was mich da erwartet. Mal gucken. Admiral, we've located the Eye of Night. My agents report that the Chaos Fleet has taken control of an abandoned station and are storing the artifact there. This space station repairs and refits enemy ships operating across the Gothic sector. You are ordered to attack this station with your fleet, to recover the Eye of Night, and to cut off the enemy's supply lines. So, noch ein neuer Missionstyp, Raumstationangriff. Bei Raumstationangriffen dreht sich alles um gewaltige Anlagen im All, die der Wartung der Schiffe einer Flotte dienen und somit tunlichst geschützt oder vernichtet werden sollten. Angreifer, vernichten sie rechtzeitig die Raumstation, vernichten sie die feindliche Flotte bzw. zwingen sie zum Rückzug und verhindern sie so die Vernichtung der Station. Jo, damit werden wir anfangen. Das ist in der Nähe von Ornsworld wieder. Ich mache erstmal jetzt diese priorisierte Mission. The station is heavily guarded by enemy forces. A group of scout vessels have been dispatched to test the Chaos defenses. But no ship has returned. Admiral, you are to take control of this station with your fleet and seize the Eye of Night. I will do whatever is necessary to complete the mission, Inquisitor. I'm concerned about all the effort we are putting into gathering these Xenos relics, Inquisitor. The Imperium doesn't need alien help to fight these heretics. Make no mistake, Captain. This is not a request. But an inquisitional order. 600 Punkte. Da kann ich ordentlich Sachen mitnehmen, auf jeden Fall. Und ja, ich muss die Station vernichten und das Auge bergen aus dem Wrack. Das versuchen wir jetzt auf jeden Fall.
So, also ich kann beide Dominator mitnehmen. Und ich kann beide Dauntless Class mitnehmen. Und dann nehme ich noch mit... ein Escort-Schiff kann ich mitnehmen. Die Frage ist, was am besten... Widowmaker wird nur zum Aufklären gut. Ich nehme mal noch die Firestorm mit. Okay. Admiral, the enemy is entrenched behind a line of orbital defense platforms. We have to destroy these defenses before we can effectively fire on the fleet. I don't fear the heretic's defenses, sir. Let me lead a direct assault on the space station. Let me remind you that I am the commander of this fleet, not you. We will proceed as I have directed. Ja, das wird noch schön zur Spannung führen mit dem Typen. So, die von Verteidigungsplattformen unterstützten Raumstationen sind gewaltige Anlagen mit zahlreichen tödlichen Waffen aller Reichweiten. Ja, das klingt schon mal sehr vielversprechend. Das Gute ist, dass ich hier die Nova-Cans dabei habe. Das heißt, ich kann die wahrscheinlich ein bisschen aus der Entfernung bombardieren. Demnach versuche ich auch erstmal frontal gerichtet zu bleiben mit denen. Und mit den leichten Kreuzern versuche ich möglichst nah ranzukommen. Enemy ship sighted! Helm coordinates acknowledged. Und wo sind Gegnerschiffe gesichtet? Da, das ist aber nur eins. At your command. Ich habe wieder hier die Flame of Purity als Verbündeten dabei, der eben schon so super nutzlos war. Your orders. Changing course. Ich bin mal gespannt, wie das diesmal Admiral. Wird. Awaiting orders. Noch nicht so wirklich viel Schaden zugefügt. At your command. Engines hot. Könnte ich mir gut vorstellen, dass der mich irgendwann verrät hier, der Captain Tralala, Abidal oder wie auch immer die hieß. Your orders. Understood. Macht so den Eindruck eines Verräters auf mich jetzt schon. Ship ready. Engaging. Dass er versucht, sich gleich das Artefakt unter den Nagel zu reißen. Course plotted for the Emperor. Oh Gott, die greifen hier meine Eskorte an. Ship ready. Vorhin hier erstmal weiter mit dem Nova-Kanon. Your orders. Setting course. At your command. Course plotted. Yes, Admiral. Wir können erstmal hier den einen feindlichen Kreuzer, der hier ist, beschießen. Mehr hat der Gegner momentan noch nicht. Hier einfach. Target locked in. Awaiting orders. Your orders. Course plotted. Yes, Admiral. At your command. Awaiting orders. Ich könnte doch erstmal die kleinen Stationen kaputt machen. Underway. For the Emperor. Ihr solltet es da einholen. Enemy defense platform destroyed. Only one defense platform remaining, sir. I recommend we concentrate our fire on the resupply station at once. Ship ready. Orders received. Sehe ich etwas anders.
At your command. Dieses PlayStation ist für mich momentan noch nicht mal so interessant. Your orders? Enemy defense platform destroyed. The space station is vulnerable, Admiral. Strike now and take control jetzt of the installation. Jetzt macht es Sinn. Jetzt kann ich die angreifen. Yes, Admiral. Awaiting orders. Wie sieht's hinten aus mit dem Schiff? Das ist auch fast kaputt. Das ist gut. Awaiting orders. Yes, Admiral. So, jetzt können wir alle uns auf die Station hier konzentrieren. Some of the Chaos ships have been destroyed, Admiral. Once we've wiped out these heretics, the space station will be ours. We have the traitors on the run, Admiral. The Chaos fleet has suffered major losses. You're free to concentrate your firepower on the space station and the defense platforms. Das wird jetzt passieren. No more Chaos vessels remain, Admiral. Your fleet has torn the enemy apart, and any remaining Chaos forces will be hunted down without mercy. The space station has suffered significant damage. Keep firing, Admiral. Course plotted. The station is nearly destroyed. Just a few more shots should do it. So, vielleicht solltet ihr aber auf 6K wegbleiben, wenn die gleich hochgeht, die Station. Enemy station has taken severe damage. Your orders. The station is destroyed. Fine work, Admiral. The mission is a success. Reinforcements are on their way to mop up the remaining Chaos vessels. The Adeptus Mechanicus are going to sift through the wreckage to recover the relic. Das sah aber so aus, als ob man einer Kreuzer noch zerstört wurde von der Explosion von der Station. Das wäre ziemlich uncool. Ja, sie haben auf jeden Fall Major Damage beide bekommen. Shit. Das hätte ich mir sparen können, wenn ich weiter weggezogen hätte vorher. Das war jetzt nicht so klug. I'm sending the Eye of Night to Portmore. And from there, beyond the Gothic Sector. I mean to ensure that the relic is forever out of Abaddon's reach. Sehr gut. Dann haben wir das zweite Artefakt so gut wie gesichert. Noch nicht, aber es ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja, mein Schiff werde ich hier gerade fix reparieren. Und die Avenger of Aura. Was könnte ich hier jetzt mitmachen? Das wird meist mit Flaggschiff sein, deswegen bringt der Kommissar da gar nichts. Abklingzeit wäre eigentlich nicht so schlecht. Oder halt die Truppenwerte. Ich verringere mal die Abklingzeit von meinen Fähigkeiten hier drauf. Das könnte eigentlich ziemlich viel ausmachen dann schon. Okay, wir sind bald Stufe 5. Es fehlt nicht mehr so viel XP, die ich da noch bekomme. Dann schauen wir in der nächsten Folge mal, dass ich hier noch eine von diesen Nebenmissionen mache, dass ich vielleicht irgendeinen meiner Planeten zurückbekomme oder verteidigen kann. Wir sind mir noch 4 angegriffen. Das ist nicht so cool. Und dann schauen wir weiter, dass wir das Artefakt irgendwie dann aus dem Sektor bringen können. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.